Einige von euch haben mich sicherlich schon auf Werbeplakaten in Berlin gesehen. Das rührt daher, dass man mich ausgewählt hat im Rahmen einer Kampagne. Und ich bin dieses Jahr Botschafter des Chinesischen Gartens geworden. Nun, ich bin jetzt hier zum ersten Mal auf dem Mondfest und möchte mit euch gemeinsam dieses Mondfest feiern. Viel Spaß dabei! Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gartenliebhaber und insbesondere auch Kulturliebhaber, Sie klatschen gerade, aber nicht müsste ich klatschen, nämlich für so viel Resonanz und so viel Publikum, das haben wir selten. Das hat mit Sicherheit auch mit dem Wetter zu tun, aber ich glaube, es hat auch insbesondere mit den Darbietungen zu tun, mit den Künstlern, die insbesondere durch das Chinesische Kulturinstitut organisiert wurden und die hier diesen Abend ausschmücken werden. Das Besondere an diesem Abend ist, wir haben mehr als 60 chinesische Künstler hier vor Ort. Tänzerinnen sollen die Musik machen. Es gibt einen Beitrag von 14 chinesischen Künstlerinnen, die gestern aus Shanghai angereist sind. Gestern gab es das offizielle große Mondfest hier in Berlin. Dazu reist diese Gruppe an und heute ist sie also hier auf der Bühne. Das finde ich natürlich ganz toll. Thank you.
Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen auch noch ganz kurz einen ganz besonderen Gast heute hier vorstellen. Und zwar ist es der Alexander Papritz. Das ist der Gewinner. Das haben Sie vielleicht schon auf den Plakaten zum Teil gesehen. Der Gewinner unserer Botschafterkampagne für den chinesischen Garten. Und ich bitte Herrn Papritz mal auf die Bühne. Er hat uns das Plakat auch nochmal mitgebracht. Vielleicht können wir es einfach nochmal zeigen. Erstmal einen herzlichen Applaus für Herrn Papritz. Ja, vielleicht zeigen wir einfach mal das Plakat, damit wir sehen, dass die Köpfe identisch sind. Es ist kein Mondgesicht, es ist das Gesicht von Herrn Papritz, auch wenn wir heute das Mondfest haben. Ich bin Botschafter des chinesischen Gartens und den Satz zu Ende führen lasse ich jetzt Herrn Papritz. Weil in diesem Garten mein Herz aufblüht. Mit diesem Spruch und seinem Foto hat er die Botschafterkampagne gewonnen. Ich will Ihnen einfach nur ganz kurz fragen, es gab ja ein professionelles Fotoshooting, wie hat Ihnen das sehr gut gefallen? Ja, sehr gut hat es mir gefallen, es war mein erstes und das war ein tolles Zusammenspiel, ich habe mich sehr gefreut darüber. Das ist sehr schön und sind Sie stolz, dass Sie jetzt auf diesen Plakaten waren? Ich meine, die hingen auch in U-Bahn-Stationen und haben Sie da auch welche auf der Straße direkt selber gesehen? Ich habe es im Nordbahnhof gesehen, aber ansonsten ist das hier vorne ausgehangen und ich muss sagen, ich war sehr überrascht gewesen. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem Rahmen gewonnen habe. Und gleichzeitig habe ich mich gefreut, weil ich doch sehr oft hier in den Gärten der Welt bin. Und ja, als Gärtner freut man sich dann umso mehr, wenn man sich dann noch mehr mit hineinversetzen kann. Sehr schön. Dann danken wir Herrn Papritz für sein Gesicht und seinen Spruch, warum er Botschafter des chinesischen Gartens ist. Herr Papritz, schönen Dank. Nochmal einen schönen herzlichen Applaus für Herrn Papritz. Danke. Ha ha ha!